willkommen bei Dr. Silvestrik. Heute zeigen wir mal ein Video über ein H&R-Kappfahrwerk, wie wir sämtliche Teile der Vorderachse erneuern, vom Fahrwerk zumindest. Wir haben da von Meile, HD und Sachs so ziemlich alles. Vom Domlager, Querlenker, Spurstangen, Domlager, es kommt einfach alles neu. Hier haben wir das Fahrwerk. Es ist ein H&R Cup. Ein Teilegutachten, das müssen wir auf jeden Fall eintragen lassen. 40-15 tiefer, 40 an der Vorderachse, 15 hinten. Wie gesagt, einmal alles neu. Wir zeigen auch, wie wir das neu machen, weil wenn ihr euch so ein Fahrwerk reinhaut, ist es zu empfehlen, die meisten Teile zu erneuern. Außer ihr habt, außer die sind relativ neu, dann könnt ihr es so lassen, aber sonst empfehle ich die immer neu zu machen. Auch die Domlager, weil sonst könnt ihr die nach kürzester Zeit neu machen. Wie gesagt, wir fangen mal an. Hinten, wir messen einmal vorweg. Wir können auch, so wie man es richtig misst, Felgenmitte. Zur Oberkante sind ca. 32. Felgenmitte bis oben sind ca. 31,5. Aber wir messen einfach nochmal das obere Stück, ist einfacher. Felgenunterkante bis da sind genau 7,5 circa. Das ist die Hinterachse. Vorderachsmitte bis oben sind circa 35. Und Felgenoberkante bis oben sind circa 12. So, wir bocken mal die Kiste auf, nehmen die Räder runter, fangen mit der Hinterachse an und dann machen wir die Vorderachse neu. Und erklären Stück für Stück, wie wir das Fahrwerk einbauen. In einem anderen Video machen wir dann nochmal die Querlenker. Spurstangen, eigentlich wie gesagt die komplette Vorderachse, sämtliche Teile einmal neu. So, als erstes nimmt ihr die Räder ab. Nehmt ihr die Räder einfach rundherum einmal ab. Hier haben wir einmal die Feder. Ich glaube, das ist die gebrochene. Hier haben wir die Stoßdämpfer. Dann lösen wir hier oben einmal die beiden Schrauben. Dann lösen wir noch die Schraube. Und dann können wir eigentlich schon die Feder rausnehmen. Eventuell müssen wir das ein bisschen runterziehen, aber das sehen wir gleich. Wenn wir an die beiden Schrauben wollen, müssen wir einmal das Dach öffnen beim Cabrio. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr öffnet das Dach. Das dauert bei älteren Fahrzeugen etwas länger. Ganz auf. Macht das Dach nicht ganz auf, weil sonst kommt ihr danach auch nicht mehr ran. Ihr müsst nämlich, reicht, das Ding hier einmal abziehen. Und darunter befinden sich die zwei Schrauben. Wenn ihr die gelöst habt, war es das schon fast. Drückt das meistens hier oben im Schraubendreher so ein bisschen vorsichtig ein. Und dann könnt ihr es eigentlich schon vorsichtig nach oben wegziehen. Dann löst ihr die beiden Schrauben. Ich glaube, das ist eine 13er. Euch eine 13er Nuss. Steckt die hier rauf. Gut, falscher Modus. So.
Wie ihr seht, war es das schon. Das könnt ihr eigentlich drauf lassen. Das ist der Schutz von außen nach innen, dass ihr nach innen kein Wasser reinkriegt. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr die Dichtung gleich wieder hier rein macht. Jetzt geht es nach unten. Ihr müsst das ein bisschen hin und her wackeln, dann kommt der eigentlich von alleine raus. Wie ihr sehen könnt. Und jetzt lösen wir nochmal die Schraube hier unten. Wenn ihr auf beiden Seiten das einmal gelöst habt, würde ich das Verdeck wieder zumachen, damit ihr nicht so einen scheiß Knick später drin habt. Hoppala. Ist auch schön, wenn der zweite Bescheid sagt in dem Moment. Weil wie ihr hier sehen könnt, kurz ist es kein Act, aber wenn ihr es länger macht, bleibt der Knick drin und die Scheiße wird mächtig. So. Das Ganze kann man natürlich auch ohne Hebebühne machen, aber es ist wesentlich entspannter. Wie wir sehen können, ist das hier auch mega fest noch. Wahrscheinlich müssen wir den einmal lösen, weil die Feder ein bisschen ultra lang ist. Dann löst ihr die Schraube. Halt fest! Haltet den Stempfer fest. Das ist eine 19er Nuss. Sieht halt hier so rissig aus wie das vom Stabi. Schaut so aussieht. Dann würde ich die Stabi-Stangen hinten erneuern. Wir packen jetzt mal das H&R aus. Packen wir aus. Die Vorderachse ist mit VA gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob es rechts links gibt, das kontrollieren wir gleich nochmal. Dann haben wir hier den Dämpfer dazu. Dann haben wir die Hinterachse. Die ist mit Hinterachse rechts gekennzeichnet zum Beispiel. Also hinten haben wir schon mal rechts links. Es empfiehlt sich, die auf den Kopf zu stellen. Alle. Beachtet die fucking Montagehinweise, aber dafür mache ich das Video, dann braucht ihr euch den Scheiß nicht mehr durchlesen. So, zur Hinterachsdämpfer. Der beigefügte Scheibe muss zwischen Schraubenkopf und Dämpferauge verbaut werden. So, dann haben wir das gleich nochmal in Englisch. Hinten steht gar nichts mehr. Die werden wahrscheinlich die Scheibe meinen, die nicht da ist. Aber irgendwo wird wahrscheinlich eine Anleitung sein, wo ist drinne steht. So. Wie wir die Vorderachse einbauen, ist so wie es aussieht scheißegal. Da haben wir die gleichen Teilenummern. Hinterachse ist 29929. Hier haben wir den nächsten Dämpfer. Vorne, achtet drauf, rechts, links sind auch zwei verschiedene Dämpfer, was eigentlich klar ist. Aber es erkennt ihr hier an den Teilnummern F16100201 und 100301. Beachtet das beim Einbau. So. Dann haben wir nochmal dasselbe Merkblatt für die Hinterachse. Was haben wir hier noch? Montagehinweise. Bla 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 bla. So. Dann haben wir hier nochmal Montagehinweise. Und hier nochmal ein Infoblatt. So. Dann wollen wir mal. Hinterachse hat doch dieselbe Nummer. Da steht nur Hinterachse R. Wahrscheinlich für Rear und nicht für Hinterachse rechts. Und Vorderachse VA steht für F, steht für Front. Meine Fresse. So, bauen wir den Scheiß mal ein. Ach, wie rum das zusammengebaut wird, eigentlich ganz einfach. Hier Dichtung drauf, den Teller oben rauf, dann die Mutter. Und den Teller nicht vergessen. Und wichtig, am besten ihr holt die Dinger neu, weil die sind sowieso immer am Arsch. Aber für die TÜV-Abnahme müssen die auf jeden Fall neu. So, wenn ihr das zusammenbaut, steckt ihr einmal das Ding drauf.
mach ich es einfach von vorne. Ich fange jetzt einmal von vorne an. Schiebe einmal das Ding drauf. Einmal den Federteller oder was auch immer das ist. Dann die Scheibe noch und dann die Mutter. Das Ganze wird mit 14 Newton nur festgezogen. Wir ziehen das einfach handfest, aber wirklich minimal. Schlüssel und was ist das? 6? Ja. Ein 6er. Ich würde es andersrum machen. Ja, macht Sinn, ne? Ich würde es auch in die richtige Richtung drehen. Ich würde es nicht mit der Maschine festknüppeln, weil sonst habt ihr hier unten später Kratzer, wenn ihr das hier festhaltet. Und da der Kram neu ist, macht es einfach kurz so. Zieh mal nach. Wirklich nur handfest. Wie ihr seht, das war's schon. Die Scheibe, die sie meinten, ist diese Scheibe. Deswegen schneidet das einmal ab und diese Scheibe nicht wegwerfen. Die brauchen wir jetzt. Dann stellt ihr es einmal so ein, dass es oben passt. Also drehe ich das ungefähr so hin. Ihr könnt das im Nachhinein noch hundertprozentig hindrehen. Aber erstmal so, dass ihr oben das Ding einbauen könnt. Die Schrauben kriegen gleich 24 Newtonmeter. Es ist nichts, also haut das nicht mit dem Schlagschrauber fest. Also wir bauen das Ganze jetzt mal kurz ein. Am besten, ihr macht das mit zwei Mann. Voilà. Kurz die Schrauben ansetzen. So. Kannst loslassen. Ihr euch eine 13er Nuss und schraubt das Ganze einmal fest. Wollt's mal kurz halten? Wirklich nur handfest, bei 25 Newton ist es nichts. Und wenn die Schraube schief ansetzt, habt ihr es auch total verkackt. So, dann nehmt ihr euch kurz den Drehmomentschlüssel, stellt ihr es auf 24 Newton. Wie ihr seht, ist es nichts. Voilà. Bei 25 Newton zieht ihr euch 1, 2, 3 mal nach. Weil dadurch, dass eine Dichtung zwischen ist und 25 Newton einfach nichts ist, könnt ihr immer noch ein bisschen nachziehen. Und darunter vor allen Dingen Gummi, Papier. So, das wäre oben. Jetzt machen wir unten einmal fest. Jetzt einfach hier ein bisschen Fett drauf gestreichelt. So, macht das mit ein bisschen Fett, das ist einfacher. Und die Hülse wird einfach von oben aufgesteckt. Dann wären wir mit oben fertig. So, jetzt machen wir unten die Feder raus. Und dafür müssen wir einfach die Hinterachse bzw. wie heißt die Scheiße? Hinterachsträger. Den Hinterachsträger einmal lösen. Die drei Schrauben, dabei habe ich gerade eine HZ-Nuss gesprengt, also die sind bombenfest. Also ihr braucht eine Verlängerung und gib ihn. So, wie ihr hier sehen könnt, die ist einmal gesprengt, danach habe ich die vom Proxen drauf gemacht. Ich meine, die ist auch schon ein paar Jahre alt, die Nuss. Aber die Scheiße ist trotzdem bombenfest. Entweder ist die Nuss auch im Arsch oder die Schraube lose. Wie ihr seht, ist es wirklich bombenfest, also passt ein bisschen auf. Und das sind alle Schrauben. Boah, Alter!
Haben wir schon alles schon? Nee, da ist noch eine. Ich wollte sagen, ne? Wäre ein bisschen merkwürdig. Aber ihr seht, passt auf. Und wenn ihr die drei Schrauben löst, das Ding fällt runter. Das werdet ihr gleich sehen. Feder rauszukriegen, müsst ihr das Ganze nach unten drücken. Entweder es reicht, wenn ihr es so macht, aber das reicht bei mir nicht wirklich. Warte, Ring. Dann müsst ihr gucken, dass ihr euch irgendwo abstützt. Warte.